Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge ist einiges passiert, weshalb es sehr lang geworden ist. Deswegen haben wir das Ganze ein bisschen gekürzt und wir kehren nun zurück zu Halfdan. Da müssen wir mal eben schauen, wie wir denn da genau laufen müssen. Müsste doch eigentlich. Sehr schön, wenn du absteigen würdest, anstatt dich nur drauf zu setzen. Warum schleicht die jetzt hier? Hallo! Soll sie schleichen? So, genau, hier irgendwo war der Eingang, ne? Beziehungsweise noch ein bisschen höher. Ja, es tut mir leid, ich klinge genauso erkältet, wie ich im Moment bin, aber es bleibt leider nicht aus, wenn es ständig an die 0 Grad sind draußen. Hier geht's rum. Wo ist er? Hilft an? Hallo? Stehst du draußen? Stehst du oben? Ich glaube, es war noch eine höher, aber kann natürlich sein, dass er Langsam, ganz woanders ist. Ah, ja. Dann behältst du den Trank besser bei dir. Hallo, du Süße. Also, der Hund, nicht der Kerl. Trink den Rest. Ja, danke, Meure. Das ist vorerst alles. Ihre Kräuter lüften vorübergehend den Nebel in meinem Geist. Wie lange bereitet sie diese denn schon für dich zu? Du schindest Zeit, Eivor. Sag mir, was du erfahren hast. Welche Neuigkeiten aus dem Norden? Die Pikten wurden zurückgeschlagen. Wir nahmen ihnen ihr Leben und ihre Schätze. Faravid bat mich, dir dies zu übergeben. Verspottet er mich? Faravid vergiftet den Wein, den er mir schenkt. Diese Kelche sind ein grausamer Scherz. Er lacht über mich. Wir erbeuteten tatsächlich einige Fässer voll fränkischem Schwarzen. Er sagte, sie seien für dich. Doch ich ließ ihn ein Fass öffnen. Wir tranken zusammen. Von Gift keine Spur. Sprich klar heraus, Eivor. Schmiedet er Ränke gegen mich oder nicht? Hat er Geheimnisse? Gib mir etwas, das ich nutzen kann. Nun musst du zwischen Verrat und Wahnsinn wählen. Zwischen dem Zahn der Schlange und dem Biss eines tollwütigen Wolfes. Faravid erbat sich mein Schweigen, doch Halfdan erwartet die Wahrheit. Wenn ich nicht vorsichtig bin, werden sich diese Lügen anhäufen. Eine auf die andere. Du bist schrecklich still geworden, Wolfsmal. Naja, wir haben ihm ja schon gesagt, wir müssen ihm das sagen, aber wir sind trotzdem dabei. Faravid ist ehrbar. Ja, irgendwie schon, aber er plant ja trotzdem einen Angriff, ne? Also wenn er ihn jetzt stürzen würde, wäre das ja okay, weil dann könnte ich ja mit ihm quasi die Verhandlungen führen. Aber das Problem ist ja, unser großes Ziel ist, mit ihm hier die Verhandlungen zu führen. Und wir haben dem Faravid schon gesagt, dass wir es dem König sagen werden. Und sie sagt gerade auch noch mal, die Lügen würden sich sonst häufen. Faravid hat einen Angriff auf die Pikten in Margon geplant. Ohne dich. Der doppelgesichtige, hintergehende Ruhmfresser! Wann? Sag es mir. Das werde ich erst wissen, wenn wir uns wiedersehen. Im Heidelager. Gut, geh zu ihm, beobachte, höre zu, enthülle seine Lügen. Du wirst sie finden. Wenn du dich vor Gift fürchtest, Herr, musst du alles in Betracht ziehen. Selbst Moiras Gebräu. Unmöglich. Moira ist schon seit Ewigkeiten bei mir. Sie ist keine Drohde, sondern eine freundliche und... Vielleicht könntest du mit ihr sprechen, es selbst herausfinden. Sie wohnt in Doncaster, nicht weit von hier. Wenn du etwas erfährst, suche mich nördlich von Doncaster auf. Einer meiner Späher dort hat beunruhigende Neuigkeiten. Bei Fuß, Björn. Wir gehen spazieren Okay. hinunter zum Tempel.
Oh, kann der den Hund nicht einfach hier lassen? Den nehme ich gerne mit. Auch wenn er irgendwie so hinten, von hinten gar nicht wie ein Hund aussieht. Finde... Achso, die ist noch hier irgendwo in der Nähe. Obwohl er doch gerade gesagt hat, sie lebt im südlichen Teil. Ich sollte mit Moira über dieses Gebräu sprechen, das sie Halfdan gibt. Hm, 128, aber tiefer. Im südlichen Teil von Doncaster. Was auch immer das heißen mag. Okay, aber wir sind auf jeden Fall gleich da. Oh Gott, ein Besoffener. So. Breite deine Flügel aus. Da in dem... Da drin soll sie sein? Zumindest wurde die jetzt eben hier markiert. Oh. Verwarnung des Godes. Tulfork, ein Gode kann mit Blutstechern und Kriegstracht wenig anfangen. Und doch verrostet all deine alte Kampfausrüstung auf meinen Dachboden und versperrt wichtigen Lagerraum. Finde eine Verwendung dafür, sonst schenke ich es dem nächsten Skalden, der bessere Kenninga einfallen als mir. Was auch immer. wir müssten doch jetzt eigentlich quasi direkt draufstehen. Ist die das jetzt hier? Nee. Hä? Wir sollen aber angeblich hier drin... Ich gehe jetzt mal hier in Runde. Oben zeigt er, aber da zeigt er nur einen Schatz an, ne? Wo hat er das? Ach, da oben. Kann ich hier hoch? Ja, du sollst eigentlich nur hochspringen. Hallo. Nein, du sollst nicht rüberspringen, du sollst hochspringen, habe ich gesagt. Ach, Leute, ernsthaft? Wenn man da einmal ist, kann man nicht einfach nur hoch? Oder an das Seil von mir aus ran. Das ist ja blöd gemacht. Ja, da kann ich rüber, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Eieiei, okay. Das ist ein bisschen seltsam gemacht. Also, man kommt nicht auf den normalen Weg ein Stückchen einfach nach oben gesprungen, aber man muss komplett über die andere Seite darüber. Naja, gut. Okay, nehme ich jetzt einfach mal so hin. So, was ich nicht so hinnehmen kann, ist die Tatsache. Finde Moira und sprich mit ihr. Ist die Tatsache, dass ich die nicht finde. Und die soll quasi direkt da sein. Also ich werde mich hier nochmal ein bisschen umschauen und... Ja, nebenbei laufen lassen. Und hoffen, dass wir sie finden. Die muss doch irgendwie da oben drin sein, oder nicht? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Die soll ja direkt vor mir sein. Das ist das... Ah, Moment. Die ist nicht direkt vor mir. Oh, man sollte auch mal zoomen. Dafür gibt es den Zoom. Okay. Das ist aber jetzt nicht hier, oder? Ja, jetzt wird es auch wieder angezeigt auf einmal. 98. Aber der zeigt mir dann wieder das Haus an, oder? 77, das war ungefähr die gleiche Entfernung, glaube ich, wie das Ding hier. Jetzt wieder das Grün. Gehst du einfach da rein, Mann. Da zeigt er mir wieder alles. Ach nee, das ist ein anderes. Ah, okay. Dringlicher Brief. Geschätzte Schwester Moira, wir sprachen beim Festmahl über den Zustand meiner Frau. Doch ich fürchte, er hat sich verschlechtert. Ich habe Angst, dass sie nie wieder erwacht. Bitte, ich flehe dich an. Komm rasch nach Büke.
Ein Brief aus Wieke. Sie wird dorthin gegangen sein. Ja. Clever kombiniert, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das heißt was? Das ist da oben. Da haben wir jetzt keine direkte Schnellreise zu. Das ist sehr schade. Ja, da werde ich mal hinreisen müssen und wir sehen uns gleich dort wieder. So, irgendwo hier müsste sie jetzt sein. Mal schauen. Hier drin. Ein kleines Dorf. Welches Haus wohl Moiras ist? Nee, nicht hier drin. Das sieht gut aus. Ah, nee, das ist Anheuern. Anheuern wollte ich dich nicht, nee. Da zeigt mir aber auch nichts Grünes an. Steht das Dorf echt nur aus einem Haus oder was? So, erstmal ein bisschen gestärkt. So, ach nee, da hinten ist noch was. Quasi an dem Typen vorbei, hinten rechts. Das gehört dann auch noch zum Dorf, oder was? Ach da, okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ist da nicht gerade irgendwas? Aber das ist weiter weg, oder? Ja, das ist weiter weg. So, nochmal gucken. Jetzt bin ich irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Klar, die Markierung war ja schon gesetzt. Oh, da hinten sind... Das ist nicht gut. Das ist dann vermutlich das Haus, was ich suche, oder? Komm schon raus, du Heidenbraut! Ja, das sieht gut aus. Von meinem Haus, ihr Grobiane. Du kannst dich nicht ewig verstecken! Ich gehe dann schon mal rein. Oder auch nicht, weil ich da nicht rein darf. Ja, geh doch. Hallo? Ava? So. Willst du mir jetzt hier was anderes suchen, oder was? Du sollst nur da rein. Nein, Ava. Oh. Ich das hasse, das ist so groß. Die braucht nur da reinzugehen, aber nein. Ja, endlich. Meine Güte, du gehörst nicht zu denen. Nee, du musst mir helfen zu entkommen. Ja, du kannst ja ein bisschen klettern. Moira, wir müssen weg, bevor sie dein Haus in Brand stecken. Ich kann da nicht raus. Die werden mich ergreifen und lebendig verbrennen. Also, ich sehe zwei Auswege, aber beide haben ihre Gefahren. Tu, was du tun musst, nur beeil dich. Ich gebe mich in deine Hände. Ich komme hier mit Reden raus. Gib vor, verletzt zu sein. Komme ich mit Reden raus? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es mal. Ich bin mit Worten so gut wie mit Waffen. Es wird etwas Überzeugungskunst brauchen, aber ich komme hier mit Reden raus. Dann geh voraus. Ich werde folgen. Wenn nicht, dann hau ich sie einfach alle zu Brei. So. Oh, wir können noch was lesen. Prüft Gott mich, hat er mir einen heidnischen Mann gesandt, einen, der die Liebe und das Opfer Christi verweigert, um meine Nächstenliebe auf die Probe zu stellen. Um meine Fähigkeit zu prüfen, meine Feinde zu lieben, auf dass ich mit dem Verlust jener abzuschließen vermag, welche ich an eben jene Plage verlor, die nun auch Halfdarm befallen zu haben scheint. Mutter, du lehrtest mich, alle zu lieben, selbst während die meisten mich mieden. Schöner Reim. Ich tue mein Bestes, Mutter, auch wenn es damals nicht genug war, um dich zu retten. Ich hoffe, diesmal wird es anders sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass das ihr Tagebuch ist. Sie geht nur, wenn die Meute sich zerstreut. Wieso kann ich die Tür nicht öffnen? Ah, jetzt. So, Leute, mit wem muss ich denn reden? Geht alle nach Hause.
Ich kümmere mich um diese Frau. Wessen Tod hat dir denn die Macht in Nordhymbre gegeben? Lass mich dir meinen Namen nennen. Ich bin die mit dem Wolfsmal. Mannstöterin, Rabennäherin. Haltet Abstand, sonst mache ich mir Schmuck aus euren Knochen. Mein Gott, beruhig dich doch. Wir wollten nur unser Dorf beschützen. Sag Halfdan, er kann sie haben. Lass diese Frau in Frieden. Ein falscher Blick. Und es wird das Letzte gewesen sein, was ihr gesehen habt. Moira, es ist jetzt sicher. Genau, es ist sicher. Lass uns mal eben noch deine Vorräte zerschlagen. Aber da ist nichts, was ich zerschlagen kann. Ich höre sie immer noch. Moira, sie sind weg. Ich höre sie zwar immer noch, aber sie sind weg. Kommst du jetzt endlich mit? Tapferes Kind. Echt, wie laut sind die bitte? Okay. Bis wo muss ich dir denn helfen zu entkommen? Achso. Hier sind wir sicher. Hab Dank, Eivor. Ich danke dir tausendmal. Und würdest du dein eigenes Gebräu trinken? Ja, sogar gerne. Tatsächlich tue ich das recht häufig, bevor ich es Halfdan gebe, um sicherzustellen, dass es nicht zu bitter ist. Wenn du sagst, dass es keine Heilung für Halfdans Leiden gibt, dann meinst du, dass sein Geist verwirrt ist? Ich befürchte es. Dasselbe Übel befiel auch meine Mutter. Der Körper bricht zusammen und der Geist zerfällt mit der Zeit. Es ist schrecklich. Ich brauche deine Hilfe, Moira. Das Gebräu, das du für Halfdan mischst. Was ist darin? Oh, das ist eine bunte Mischung. Lass mich überlegen. Lavendel, Rosmarin, Mädesüß, Schafgarbe. Beruhigende Kräuter. Nichts Ungewöhnliches. Ich sollte zu Halfdan zurückkehren. Er sagte, er wäre am Tempel der Brigantia. Sprich das ihm gegenüber nur sehr vorsichtig an, wenn überhaupt. Okay. Also ich befürchte, dass das wirklich jemand sein wird, mit dem wir uns nicht anfreunden können. Weil er halt so dieses psychische Problem hat, sag ich mal, ne? Dass sein Geist halt verfällt. Ach, da oben. Oh, das dauert wieder so lange, bis ich da bin. Ja gut, dann reiß ich da jetzt mal hin und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Das hört sich immer so bedrohlich an, aber ist das eigentlich nur derjenige, den wir suchen? Ich bin's. Armer Irre. Halfdan, gut, dass ich dich hier finde. Ah, die Rabennäherin kehrt zurück. Und nun still, ich jage eine Gruppe von Verrätern, die sich in diesem Sumpf rumtreibt. Wer hat dir von den Abtrünnigen erzählt? Mein Speer. Er bat mich, zu ihm zu kommen, aber ich finde ihn nirgends. Sieh dich um. Sag mir, wenn du etwas gefunden hast. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte ab. Er könnte uns von oben beobachten. Olaf, sprich mit uns. Wo bist du? Also da hinten wird mir was angezeigt. Da ganz oben, okay. Komme ich da jetzt so ran? Natürlich nicht. Die Frage ist, komme ich von hier aus jetzt an... Ach, ja, irgendwie kriegt es nicht hin, da normal hochzuklettern. Ich weiß auch nicht. Okay, aber von hier aus wollte ich ja sowieso da rum. Da oben drauf war das, ne? Ja. Ich hoffe, die springt jetzt auch wirklich auf das Seil. So. Nein. Geh auf das Seil. Geh auf das Seil. Sehr schön. Oh. Er klammert sich ans Leben. Ich sollte ihn nach unten tragen. Dopal. Sehr schön. Wie soll ich ihn denn nach unten tragen? Ach du Schande. Hilfe. Kann ich mit ihm überhaupt klettern? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist alles schon wieder so lange her. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich konnte länger nicht mehr spielen. Ich spring mit dir am besten ins Wasser, oder? Keine Ahnung, ob das geht. Nee, sie will gar nicht mit ihm ins Wasser springen. Sie will gar nichts machen irgendwie. Doch, jetzt hier oben können wir rum. Aber oben rum ist halt nicht das, was wir wollen. Deswegen... Könnten wir theoretisch noch auf das Ding drauf.
Ah ja, da geht's runter. Ah ja, okay. Olaf! Autsch. Entschuldigung. War nicht mein Kopf. Ja, ich würde den gerne ablegen. Hallo? Hallo. Ich habe deinen Speer gefunden, doch seine Wunden sind tief. Olaf. Armer Olaf. Er wird mit Ehren begraben. Dafür sorge ich. Geh über die Brücke, alter Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jonton könnte die Angreifer aufspüren. Hol sie dir, Junge. Guter Junge. Folge der Spur. Lauf, Hundi. Lauf. Damit wir wissen, wo wir hin müssen. Guck nicht immer zurück. Lauf einfach. Erschnüffle sie, Junge. Wir färben den Boden mit ihrem Blut. Der Hund ist so verprügelt am Laufen, ne? Der zieht den Hintern voll ein. Der guckt die ganze Zeit nach hinten, als ob er Angst hat. Wer sind diese Männer, die du des Verrats verdächtigst? Diebe, die meine Kriegsbeute gestohlen haben. Ich hoffe nicht, dass der den einen meint, weil das hatte ich nämlich vorhin schon im Gefühl. Da müsste ich mich wahrscheinlich entscheiden. Sieht verlassen aus. Ich mag keine Entscheidungen. Bist du sicher, dass sie... Die Spur endet, aber niemand ist hier. Hundi, komm mit. Den vermeintlichen Verrätern, ja. Hier, ein versteckter Eingang. Vielleicht sind sie ja da unten. Du hast es geschafft. Wir müssen uns beeilen. Ist das tief? Die Rohre sind geplatzt und haben den Tunnel überflutet. Selbst dieses alte römische Werk kann sich nicht dem eisigen Kuss der Wintergöttin widersetzen. Sieh dort. Die Rohre gehen durch die Wand. Könnte es dahinter noch Räume geben? Eivor, da ist etwas. Moment. Wir finden einen Weg. Ja, wir finden einen Weg. Moment. Wir finden einen Weg. Ich brauche hier mal Hilfe. Doch, jetzt sag mir nicht, dass der Typ mir nicht hilft. Wir müssen einen Weg da reinfinden, Junge. Komm doch einfach mal mit. Du bist ja jetzt schon wieder abgeblieben. Achso, ich dachte, der ist gerade wieder hochgeklettert. Aber wo ist der jetzt abgeblieben? Hä? Ach ja, ich liebe solche Momente. Ich meine, es steht ja da, dass wir es aufbrechen können. Aber der Vollidiot, der kommt ja nicht. Wo ist der Typ denn überhaupt? Es könnte wahrscheinlich so einfach sein, wenn der Typ mitkommen würde. Da steht der rum. Willst du mich veräppeln? Nein, komm runter. Komm runter. Ich steck den Pfeil in den Hintern. Dein Ernst? Dann geht der automatisch wieder nach unten, oder was? Geh da runter. Los. Geh da runter. Du musst mir helfen. Ey, das ist wirklich nicht... Das ist wirklich nicht normal. Also ich weiß nicht, ob es jetzt verbuggt ist und der Typ eigentlich mit runterkommen sollte. Du willst mich verarschen, oder? Jetzt komm mit, bei Fuß. Hilfst du mir jetzt endlich mal, diese blöde Tür aufzubrechen? Nee, oder? Es war verbuggt. Die Römer verstanden ihr Handwerk. Diese Kammern sind weitläufig, hübsch anzusehen und mit Rohren bestückt. Sie wurden wahnsinnig und verschwanden, wie ihre Götter. So steht es in Moiras Büchern.
Ah, hier, siehst du? Kriegsbeute, meine, mir gestohlen. Man setzt mir von allen Seiten zu, Eivor. Ränkeschmiede überall. So ergeht es Königen und Jarls. Dein Reich ist groß und wohlhabend. Jeden Tag ändern meine Entscheidungen das Leben von Tausenden. Nur wenige könnten diese Bürde tragen. Doch ich tue es. Du hast Moira getroffen. Was hast du erfahren? Sie meint es gut. Ich glaube nicht, dass sie dich vergiften würde. Nicht mit Absicht. Sie sagte zudem, sie hätte deine Krankheit schon einmal gesehen. In ihrer eigenen Familie. Sie sei schleichend, doch unheilbar. Nein, nein, nein. Das ist keine Krankheit, sondern Gift. Irgendwie vergiftet mich jemand. Horch. Das werden die Diebe sein, die meinen Schatz gestohlen haben. Okay. Moment, wir haben uns jetzt... Boah, Junge, dein Ernst? Ey, musst du mir jetzt den Weg blockieren? Boah. Diese NPCs sind so gnadenlos intelligent immer. Ich weiß auch nicht. Stehen da mitten in der Tür, dass man sich bloß nicht bewegen kann? Jetzt kann ich die nicht weiter aufschließen, weil der Idiot hier steht, oder was? Ist nicht wahr. Es war schon halb aufgeschlossen und im nächsten Moment, zack, stand er neben mir und es ist abgebrochen. Wolfsmahl und Halfdan, seid gegrüßt. Kommt, füllt eure Bäuche mit Met. Ihr habt meinen Tribut gestohlen. Er gehört rechtmäßig mir. Er war für mich bestimmt. Wir haben nichts gestohlen. Faravid hat uns dies geschenkt. Für einen schweren Tag des Kämpfens. Und nahmt ihr meinen Speer, Olaf, mit in diesen Kampf? Euren Waffenbruder? Musste er auch für diesen Schatz sterben? Das war Olaf? Dieser Narr. Wir dachten, er wäre ein Dieb. Die einzigen Diebe hier sind die, die meinen Met saufen und mein Silber mit Spucke polieren. Ihr, Feiglinge und Verräter! Diese Beute steht uns zu, Jarl. Für gewonnene Schlachten und vergossenes Blut. Eivor, sag es ihm! Warum immer ich? Sie nahmen nur ihren rechtmäßigen Anteil. Ihr seid verräterische Würmer. Doch Eivor scheint zu glauben, dass ihr Gnade verdient. Also lasse ich sie diesmal walten. Bringt meine Beute nach Doncaster und ich streiche diesen Tag aus meinem Gedächtnis. Das kann ich nicht tun. Das ist unser Anteil. Wir kämpften dafür. Wir töteten und bluteten dafür. Wenn wir den Ruhm nicht bekommen, so verdienen wir unseren Anteil. Schluss mit dem Gebell. Sie zwangen mich dazu. Beherrsche deine Angst, Halfdan. Sie kann deinen Geist vergiften. Faravid hat diesen Mann getötet, nicht ich. Seine Tücke und Ränke zwangen mich dazu. Er... Vergib mir, ich... Unter diesen Fellen wird mir heiß. Die Tage werden wärmer. Du hast ein Treffen mit Faravid. Ist das richtig? So ist es. Im Heidelager. Ich kenne den Ort. Die Stelle befindet sich zwischen Jofovik und Pitscheringer. Bedränge ihn, Eivor, so sehr es geht. Lass nie nach und bringe mir einen Beweis seines Verrats oder seiner Unschuld. Verräter, Diebe, kein Recht. Sie hatten kein Recht. Es gehört rechtmäßig mir. Ja, Pfarrer wie die Ratte. Worte sind giftig. Also der Typ ist wirklich... Wir nehmen jetzt natürlich noch mal kurz... räche ihn. Oh.
Nee, Moment, das ist aber ein anderer. Das ist gar nicht der, das neue Quest jetzt. Okay. Ja, also, wie man merkt, der Typ ist wirklich sehr, sehr durchgeknallt. Und ich bin da schon ganz froh, dass ich zum Pharavit gesagt habe, dass wir es ihm sagen müssen, aber dass ich dabei bin. Ich weiß nur nicht genau, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit ihm tatsächlich ein Bündnis machen, weil er ist ja überhaupt nicht zurechnungsfähig. Ja, in der nächsten Folge, weil wir werden jetzt natürlich erstmal... Ist hier schon eins von gemacht? Nee, müssen wir beides noch verfolgen. Finde und töte die Täter, suche Pharavit im Heidelager auf. Machen wir natürlich erstmal das mit Pharavit, damit wir da nicht ganz rauskommen. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge und... Ich bin ja gerade noch so ein bisschen neben mir, wie sich die ganze Story hier entwickelt hat. Deswegen tut's mir leid. Ich bin ein bisschen sprachlos am Ende. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Und falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.